Hosenhose Freikörper. Ja, das ist geil. Oh mein Gott, ist das scheiße. Mich geht zum Mai-Festival und ich war da noch nie. Ich kannte das überhaupt nicht bis vor kurzem. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist ein riesiges Festival, wo verschiedene Marken aus dem Motorsportbereich vor Ort sind. Sprich Motorräder, dicke Autos, Boote, also alles, was das Motorsportherz begehrt. Wir sind eingeladen von Monte und da darf man natürlich nicht mit leeren Händen ankommen. Deswegen habe ich ja, wie ihr im Teaser schon gesehen habt, ein kleines Geschenk für ihn mitgebracht. Und ja, ich bin gespannt, was er dazu sagt. Ich habe ein bisschen Angst, dass er mich dafür hassen könnte. So, Jenna ist die allererste, die jetzt sieht, was ich Monte schenke. Das will ich mir direkt über das Bett aufhängen. So, und bevor es für mich 8 Stunden nach München geht, habe ich jetzt noch was Kleines Spannendes für euch. Eine ganz witzige Sache, damit das Video auch nicht zu langweilig wird. Ich habe vorne und hinten einfach komplett kaputte Reifen. Und die wechseln wir jetzt. Geil! Denn ich habe mir hier einmal eine Schraube eingefahren. Und kommt mal mit, haben wir einmal einen absolut schön zerfetzten Reifen. Boah, Männer, die tatkräftig zugreifen und im Alltag helfen. Was ist das denn für eine Scheiße? Die sitzt bloß besonders fest. Ja, also unsere Reifen befinden sich da ganz hinten links. Ist der irgendwie schwerer? Nö. Oh Gott, das qualmt. So Leute, wir sind fertig. Yay. Ist doch fast ein Upgrade. So, wir sind angekommen in Düsseldorf. Ich habe tatsächlich 2 Fans von mir getroffen. Größter Fanboy since day one. Ich habe da was Fans vorbereitet und ich bin jetzt mal gespannt auf eure Reaktion. Wow. Ist das geil! Das hat was Edles. Anmut. Denkst du, ja. Er wird sich freuen? Safe, ja. Digga. Festival und das Geschenk habe ich schon dabei. Guck mal, dass ich noch ein paar Reaktionen gefilmt bekomme von ein paar Leuten, die hier so rumlaufen. Ich denke mal, er wird es zu 50% lieben und zu 50% wird er es hassen. Doch, ja. Übergeil. Ja, das ist geil. Das ist schon geil. Oh mein Gott, ist das scheiße. Das ist bestimmt, Digga. Das ist geil. Das ist sehr geil. Alter, wir fahren jetzt einfach mit diesen Hotrod-Dingern. Freust du dich, Sören? Boah, ich hab richtig Bock. Steig ich hier mal ein. Wie viel PS haben die Dinger? 14 PS knapp, manchmal ein bisschen mehr. Boah, geil. Reicht aber auch auf der Hinterachse. Also wenn du willst, kannst du auch auf der Straße theoretisch sofort immer quer gehen. Alles klar, das machen wir heute, oder was? Kommen, ne? Junge, sieht das witzig aus, Sören. Boah, Alter, es hat keine Servolenkung. Servolenkung, ja was? Junge, wie die alle gucken, Sören, oh mein Gott. Ich find's auch geil, dass wir einfach jetzt durch die Motorwall fahren. Ist das geil. Junge, die schieben richtig, was ist das denn? Das ist wie eine 125er, Sören. Alter, die Montur ist wie bei einem Motorrad, Leute. Guckt euch das an. Ich fühle mich wie bei Mario Kart. Wir sind die Gang. 187 Hot Rod Gang. Na, alte Maus? Na? Schöne Seifenkiste hast du da am Start. Danke, hast du Bock auf ein Rennen oder was? Es gibt eine Anzeige. Alter, dieser Spoiler, oh mein Gott, den sehe ich jetzt erst. Ja, für Anpressdruck. Ich zeige euch die Kiste hier, komm, Vollgas! Guck mal, wie das wackelt! Ich sehe das. Vollbremsung, Achtung. Boah! Ich werde fast reingefahren! Was kommt da denn? Was ist denn das für ein Ding? Ist das wie ein Fahrrad? Velomobil ist es. Ah, und tritt man das an wie ein Fahrrad? Das ist ein Fahrrad. Es ist ein Fahrrad. Das fetzt ja. Aber wenn ich 70 fahre, fahre ich ja. Ehrlich? Also wir sind jetzt hier bei einer Hot Rod Challenge. Und ich werde jetzt mal eine Runde fahren. Ziel ist es, an seine Zeit ranzukommen. Mal sehen, wie der Hase läuft. Rechts das Gas, links die Bremse. Aber also, muss ich mir jetzt auch machen, dass du mir das erklärst. Es gab schon Leute, die wussten das jetzt hier nicht an dem Punkt. Oh. Ja, wird kritisch, ne? Ja. Wie schätzt du dich ein? Was haben wir für eine Zeitvorgabe? 21,99. Diese 21. Zeit solltest du matchen, genau treffen. Ich zähle im Kopf mit. Wenn du mit der Ziellinie, okay, mit den Hinterreifen über die silberne Linie durchfährst, wird die Zeit gestoppt. Okay. Bremse, fertig, los! 15, 20, 21. Perfekt, Junge! War gut getimed oder was? Ja, gut getimed. Hauptbremse? Wie viel? 19, 18. Oh, trotzdem so schnell! Oh shit, ich bin aufgeregt. Los! Strong. Boah, krank, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, bin ich mal gespannt, hätte ich nicht gedacht. Ich hatte kurz Angst, dass ich so eine Kurve nicht bekomme. Hast du aber auch geschaut von der Zeit? Nö, gar nicht. Ich bin einfach gefahren. Ich habe auch keine Zeit irgendwie gezählt wie Sören. Ich hatte eigentlich nur Angst, dass ich irgendwie so einen Kegel umschiebe. Es war ganz knapp einmal.
geil, ich bin zufrieden. So, also irgendwie bin ich jetzt, glaube ich, Fünfte geworden, runtergesprungen, weil andere noch näher an der Zeit waren. Aber irgendwie gibt es jetzt noch eine neue Challenge für die nächsten 10 Leute. Also von 1 bis 10, die haben jetzt nochmal eine neue Challenge. Das heißt, ihr seht da vorne eine Linie. Ja, und hier darf gebremst werden, nicht vorher. Und dann geht es darum, wer am dichtesten an den Pylonen ist. Umfahren ist verloren, wer am dichtesten dran ist, hat gewonnen. Oh, das ist gut. Boah, wow, quer gekommen. Aber es sieht weiter weg aus. Okay, Marcel fährt jetzt. Ah, zu früh, zu früh. Ah, zu weit weg, ne? Scheiße. Ah, das war schlecht. Oh. Noch vor der Bremslinie. Das ist der zweite Versuch. Jeder hat zwei Versuche, okay? Jeder hat zwei. Oh, ich glaube, das war richtig knapp. 7 cm. Naja. Ich wollte mit 7 cm. Komm her, gib einen Gutschein. Jawohl, Team Relay. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber! Ja, war wohl leider nichts für mich, aber egal, es hat richtig viel Spaß gemacht. So, die Hot Rod Tour ist zu Ende und ich muss jetzt irgendwie versuchen, alleine Monte zu treffen, denn ich muss ihm ja noch das Bild übergeben und ich bin so gespannt, was er dazu sagen wird. Ein Geschenk, oha, Geschenke sind immer heiß begehrt hier. Jetzt gibt's Geschenke, ist ja schon Weihnachten hier, oder was? Oha. So, was gibt's denn? Du freust dich, du hast Kreatives. Ich habe auch schon andere gefragt, die meinten, es könnte dir gefallen. Gespannt. Ja, das finde ich in der Tat ziemlich lustig. Das ist eine hosenlose Frechheit, das alte Bild von mir wieder zu nehmen. Das habe ich auch gesagt. Das ist nicht normal. Ja, sehr nett, danke schön. Ja. Sehr gerne. Da freue ich mich drüber, das finde ich cool. Schön, das freut mich auch. Könnt ihr eventuell sogar in die neue Halle aufhängen. Oh, ja? Das wäre schön, bin ich mal gespannt.